Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Wonder Woman 1984. Der Film, der letztes Jahr schon weltweit eigentlich auf HBO Max gelauncht ist, aber auch manchmal im Kino lief und bei uns jetzt bei Sky direkt erschienen ist, beziehungsweise er soll auch noch, wenn die Kinos wieder öffnen, auch dort dann laufen. Auf jeden Fall, storytechnisch geht es darum, wir sind im Jahr 1984, wie man schon vermuten kann, und Diana lebt in Washington DC, arbeitet im Museum und beschützt hin und wieder auch mal die Menschen vor sich selbst im Grunde und hilft ihnen. Dann allerdings wird bei einem Überfall ein bestimmter Stein sichergestellt und wie sich herausstellt, ist das ein Stein, der ja eventuell sehr besondere Kräfte hat und ja, so nach und nach kristallisiert sich dann auch, wer der Gegenspieler ist, nämlich Maxwell Lord, ein etwas unerfolgreicher Ölmogul, der hat Interesse an dem Stein und möchte dessen Fähigkeiten für sich nutzen. Das ist die Grundstory. Man muss sagen, es geht etwas schleppend los. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis der Film so richtig in Fahrt kommt und man weiß, worum es geht. Und dazu kommt auch noch, dass die Eröffnungssequenz Diana zeigt, wie sie jung war. Und das ist, muss man sagen, leider nicht wirklich relevant für die Geschichte, auch wenn es cool inszeniert ist. Und halt die Anfangssequenz mit 12 Minuten ist jetzt da nicht so wichtig. Aber insgesamt ist die Geschichte eher auf dem Boden geblieben und spitzt sich so nach und nach zu. Es gibt kein richtiges großes Finale im Sinne von großer Kampf und so, wie man es bei DC sonst immer kannte. Aber hier ist es wirklich anders gemacht und anfangs ist es eine kleine Geschichte, die sich dann immer größer aufbauscht und am Ende geht es halt dann doch darum, die Welt irgendwie zu retten. Das ist so das Grundding. Von den Charakteren muss man sagen, ich habe denen das alle abgenommen. Da liefert jeder gut ab. Man muss dazu auch noch sagen, dass zwei starke Frauenfiguren hier inszeniert wurden. Also unter anderem mit Gal Gadot und halt auch Kristen Wiig. Die spielen hier zwei wirklich starke Frauen. Und das ist ungewöhnlich im Superhelden-Genre, dass man wirklich so zwei starke Frauen inszeniert. Auch von der Perspektive her, wie sie gezeigt werden, nicht irgendwie sexistisch oder so. Oder ja, halt bestimmte Kameraeinstellungen so, dass sie halt bestimmt in Szene gesetzt werden. Nee, das ist alles sehr respektvoll hier abgelaufen und schauspielerisch liefern die eigentlich alle gut ab. Also Pedro Pascal, der hier den Bösewicht sozusagen spielt, der steigert sich so nach und nach rein und wird immer besser. Und ich fand es am Ende eigentlich ganz gut von der Erzählweise her und auch vom Schauspielerischen. Auf der anderen Seite, die Technik, muss man sagen, ist eigentlich recht solide geworden. Sehr hochwertig gedreht, 4K ist das Ganze gemastert worden. Bei Sky könnt ihr das auch in 4K UHD sehen, beziehungsweise dazu auch noch mit Atmos-Sound. Dementsprechend ganz cool geworden, sehr hochwertig. Und insgesamt ist der Film in unter anderem Spanien, Amerika und England gedreht worden und halt auch auf den Kanaren. Also das soll teilweise auch so dann das Ägypten darstellen, was die in Spanien gedreht haben. Also insgesamt international aufgestellt. Macht insgesamt einen guten Eindruck. Manche Greenscreen-Szenen sieht man, dass sie Greenscreen sind, aber also ich persönlich sehe es, weil sie es so retuschiert haben sozusagen oder ja, versucht haben zu verstecken, dass es etwas ja, mit viel Wolken, mit viel Rauch, mit Dampf, mit Blur, also so. Aber es sieht wesentlich besser aus als bei Godzilla zum Beispiel, dass man gar nichts mehr erkennt mit dem Regen. Das sieht hier wesentlich besser aus. Insgesamt Visual Effects eigentlich alle ganz gut geworden. Dementsprechend, ja, die Kämpfe sind an manchen Stellen etwas mau und nicht so gut, wie man es manchmal kennt von DC. Aber so insgesamt ganz okay. Deshalb komme ich zu meinem Fazit. Ich muss sagen, der Film ist leider ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde zu lang. Geht knappe 2,5 Stunden. Und das schleppt sich vor allem die erste Dreiviertelstunde hin. Dann wird es etwas interessanter. Man muss sagen, Chris Pine ist ja auch wieder mit dabei. Das ist eine Sache, die zwar ganz nett ist, nicht unbedingt sein musste, aber vor allem die emotionale Tiefe ganz gut mit reinbringt. Dementsprechend ist das insgesamt ein Film, wo ich sagen kann, der hat mich unterhalten, der hat Spaß gemacht, er ist ein sehr guter Superheldenfilm von DC, was ja nicht ganz so schwer ist, aber insgesamt eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck macht und auch sehr gut an den Vorgänger anschließen kann. Und ja, auch wenn es manchmal an manchen kleinen Stellen so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird und nicht so viel Humor hat wie der Vorgänger und alles eher ein bisschen ernster vom Tonfall an manchen Stellen wirkt. Dementsprechend so insgesamt kann ich sagen, für Streaming gebe ich dem 4 von 5 Punkten. Im Kino hätte ich ihn wahrscheinlich ein bisschen abgewertet, wobei der Film natürlich wirklich fürs Kino, für die große Leinwand gemacht ist. Dementsprechend, ja, da 3 von 5 Punkten. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!